Hallo, ich denke. Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo Katze mir tierisch auf den Sack geht von Forever Stranded 2 mit Katze und Miri. Hui. Ich bin auf nervige Katze. Ich bin Balui. Wir gehen wohin? Nein. Aber ich habe seinen Tintenfisch, wir gehen nirgends hin. Nee, durch kann ich. Oh, er hat mir meinen Tintenfisch gebracht. Ein Tintenfisch, okay. Wo willst du den Tintenfisch hin haben? Hierher zu mir, bitte. So schwierige Wörter immer, ne? Soll ich Was? Dann hat er freigelassen. Ich wollte was trinken, alles gut, ist gar nichts passiert. Wirf mir den das dazu, du kriegst dafür das da. Danke. So, wir fliegen jetzt nochmal ganz kurz zu unserem Boar, damit wir dort unser Ember Shards nochmal holen können, damit wir ein bisschen Energy haben. So, Flying Squid. Das ist nicht der richtige Squid, den du gebracht hast. Wie, das ist nicht der richtige Squid? Nein, alles gut. Alles richtig gemacht, dankeschön. So, da haben wir die Quest nämlich jetzt auch fertig. Haben wir Ember Grid auch noch gekriegt? What the fuck? Kannst du aufhören, hier die ganze Zeit irgendeinen Müll zu kriegen, bitte? Zack, wieder was fertig. So, das sollte aber reichen, um ein bisschen Ember zu ballern. Damit gehen wir jetzt nach oben und holen uns nochmal den Ember Activator-Ding weiter zu uns und werden glücklich mit dem Scheiß, ne? Katze, der Ring of Flying Squid, kann der schon irgendwas oder können die Sachen erst was, wenn sie fertig sind? Ich glaube, der kann sogar schon was. Ich glaube, der kann so ein Pseudo-Fly. Was ist ein Pseudo-Fly? Naja, er kann fliegen, aber nicht creative. Eher so ein Hover-Mode wahrscheinlich. Okay. Kann auch sein, dass er sich verbraucht, wenn du ihn benutzt. Okay. Ja, dann. Dann jetzt zum Schluss den Angel Ring. Ah, leck. Angel Ring. Kann man nicht craften. Ernsthaft. Hä? Warum kann man denn jetzt den Angel Ring... Ach, da. Oh, nee. Sehr witzig. Was denn? Für den Angel Ring brauchst du Extreme Crafting. Ja. Und dafür brauchst du 10 von den Squid-Ringen. 4 Ghasts gefangen. 6 Fledermäuse. Wie gesagt, 10, nein, 3, 5, 8 Squid-Ringe und ein Chicken-Ring. Was soll denn der Scheiß? Warum machen die denn sowas? Das ist böse. Hast du dir das Rezept wirklich nicht richtig vorher angeguckt? Nicht von dem fertigen Angel-Ring, nein. Ich mache einfach nur die Quest fertig. Das ist das, was ich gerade mache. Energy Cell Frame. So, hier müsste jetzt theoretisch der Dawnstone nach und nach verarbeitet werden in Liquid Dawnstone. Und als Liquid Dawnstone dürften wir den ans Bucket auch theoretisch irgendwo rausbekommen, ne? Stimmt, Miri und ich wollten ja Ironwood finden. Haben wir ja nicht. Verdammt. Wann haben wir danach gesucht? Als wir im End waren. Wir waren im End? Im... Ich kann mich nicht erinnern. Dafür brauchen wir Liverroot. Was ist denn Liverroot? Liverroot oder Livingroot? Heißt Liverroot. Liveroot. Liveroot. Was ist das? Ist das ein Baum oder sowas? Eine Root? Eine Wurzel? Ja, aber... Was willst du denn mit craften? Ironwood. Iron Rose Woodos. Ja, okay, Liverroot, ja, genau. Tugenik. Das ist meh. Ja, sag ich ja. Lauli, hast du das Achievement gesehen? Nein, was hast du ein Achievement gekriegt? Rennportal. Oh yeah! Aber noch nicht fertig, Lauli, noch nicht fertig. Was fehlt dir denn jetzt noch?
brauche mehr von dem Dawnstone Liquid, damit ich mehr von dem Dawnstone Liquid in den Tank packen kann, damit wir das Endportal problemlos betreiben können. Aber wir können theoretisch schon mal schauen, wie viel kostet denn ein Draconic Core? Zum Craften kostet der Diablock, Goldblock, Goldblock, Supremium Ingot. Theoretisch können wir dann die Draconic Cores nehmen, wenn wir dann uns damit gerade bei 12 Stück ein bisschen was sparen. Oder wir nehmen die Loot Chests. Weil das ist so eine krasse Quest, weißt du, da kannst du wieder was aussehen. Also 12 Draconic Cores oder 3 verschiedene Arten von 3 Loot Chests. 12 Draconic Cores oder? Okay. Warte. Wie viele Draconic Cores haben wir denn im Moment? Wir haben noch 6 Draconic Cores. Ich würde uns bitten, dass wir eventuell Draconic Cores alle nehmen. Gut. Ich glaube, das ist sinnvoller. Weil dann haben wir am Anfang einfach ein leichteres Craften, würde ich sagen. Ja. Miri, hast du gehört? Ja, was? Geh mal in dein Questbuch und geh Other Worlds und da gibt es das End. Und da ja, mach warte, bitte ich komme das... jetzt erst mal zurück. Okay. Dann nimmst du bitte das Draconic Core. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert nicht mehr, dass ich mit GP... Dass du mit GP was machst? Dass ich den Block of Iron verwandle im Resonator. Das ging doch sonst immer ruckzuck. Guck mal, braucht das mehr? Kannst du mal reingucken? Sieht man das? Nee, ne? Normal habe ich so mal Machine Frames gebaut. Grid is overloaded, Blauli. Das heißt? Geht klar und deutlich da. Grid is overloaded. Das bedeutet, irgendeine andere Maschine hast du mit irgendwelchen oder irgendwelche Transfer-Nodes hast du so angeschlossen, dass dein Grid, den du hast, so hoch ist, dass du den nicht ausgleichen kannst. Aber wo? Ich habe halt kein Grid, außer den Ring in meiner Hand. Warte mal. Nee. Hä, aber ich habe doch gar nichts. Hast du in irgendeine Fluid-Node oder so irgendwelche Upgrades reingetan? Nicht bewusst. Toll, wie kriegen das jetzt raus? Oh. Guckt mal, ich habe eine Überraschung für euch. Was denn? Ich habe einen Zoo gebaut. Dort Hasen und Eichhörnchen, Eisbären, Hühnis mit einem Rabe, Hirsche, die ein bisschen durchdrehen, Lamas und Schweinchen, pinke Schweine. Das sind keine Schweine. Der Schafe hat mich angegriffen. Ja, dann lass ihn doch. Warst du böse zu ihm? Jetzt guck mal, wie er ausrastet. Jetzt, was hast du gemacht? Ich bin überhaupt im Schwingel spazieren gegangen. Nicht die Tiere füttern. Nicht zu nah an den Zaun kommen. Den Zaun Boah, die Tiere drehen so durch hier, ne? Weil sie gefangen sind. So, der Zaun vor den Polarbären ist jetzt höher wegen Katze, weil der versucht hat, sich an den Polarbär umzubringen. Nein! Böse Katze! Oh Mann. Doof Bär. Nein, nicht den Bären hauen. Er ist eine seltene Art. Jemand hat all seine Freunde getötet. Selten dämlich. Um das Fleisch von ihm zu kriegen. Ich weiß nicht. Oh, Miri, das ist super. Das ist super. Es gibt nur einen Flaw in deinem Plan. Man kann da zwischendurch. Jetzt kommst du raus. Ihr seid doof. Baloui. Nie. Aber Baloui. Nie. Katze lässt die Eisbären nicht in Ruhe. Katze also, haut meine Eisbären in meinen Zoo, den ich extra für euch gebaut habe. Haut zu. Ich habe nicht beide gehauen, ich habe nur den einen gehauen, möchte ich dazu sagen. Damit ihr mal entspannen könnt und Tiere gucken könnt. Hat und bei uns Katze schlagen gut funktioniert. Lassen können von ja, wenn Bären. Jemand hat gesagt, du sollst deine Hand zu dem Bär reinstecken, dann wird's halt gefressen. Ist ja nicht mein Problem. Tierpfleger on point. Tierpfleger on point. Was? Der Hund hat dich gebissen? Ja, sieht auch scheiße aus, ne? Also, kann ich ja nichts machen für. Mann, oh Mann, oh Mann. Nachschalten. Ja. Oh.
Katze. Was denn? Reiß dich mal zusammen. Ich bin eine Katze in meinem Gehege und die steht nah genug dran, also darf ich sie legitim hauen. Du hast kein Gehege. Doch, die Welt ist mein Gehege. Bin Katze. Nein. Katze, sag mir mal lieber, wo ich da was Falsches gemacht habe, dass jetzt nichts mehr geht. Das ist aber scheiße. Und ich weiß die, gar nicht, nicht, wo ich mehr die. Geht. Ja, wo habe ich denn bitteschön was falsch gemacht mit den ganzen GP-Sachen? Irgendwo muss ich die reingehauen haben. Das ist ganz schön dumm von mir. Ja, hast du irgendwo einen Mechanical User, wo du Speed-Upgrades oder so reingepackt hast? Nee, wir haben ja nur einen Mechanical User hier unten. So, und der hat ja kein Upgrade. Irgendeinen Generator, wo du Upgrades... Ach, der Code-Generator führt ja zum Crash, habe ich vergessen. Oh, hab ich vergessen, nein! Tschüss, Katze, tschüss! Da ist auch noch ein ganzer Client-Crash. Oh, ist das schön, tschüss, Leute. Katze, Katze, tschüss, Katze, tschüss. Katze ist gegangen, auf Wiedersehen. Ich hau da jetzt nicht mehr meine Eisbären. Nächstes Mal liegt Lava im Gehege. Ja. Wenn Miri dann deswegen mir auf den Sack geht, ne? Dann ist das dein Problem. Irgendwer hat die Tür aufgemacht, Miri. Ja, ich komm schon. Warte, bleib. Na, habt ihr jetzt mal bei allen Standbild. Da, 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 da. Warte kurz. Niep, 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 niep. Ich hab den Zaun jetzt, den Zoo jetzt sicher gemacht. Katzensicher? Jetzt eine große Glasscheibe davor. Katzensicher? Hoffe. Wenn nicht, ist er selber schuld. Was, katzensicher? Ja. Kann ich gerne testen, ob das Ding katzensicher ist. Claudi, wo haben wir unser TNT? Oh, das wäre keine Katze, sondern das wäre Assi. Ja. Du weißt, dass der Unterschied zwischen Katze und Assi lediglich das Schnurren ist? Ja, aber du schnurrst ja nicht. Dafür spure ich. Nein. Ja, ich fand den auch gut, ja. Yo, Mann, der Ladebalken Swaggy. Was ist bei dir jetzt schon wieder kaputt? Der swaggt, Alter, der Swaggy. Aha. Gehört nicht zu uns im Übrigen, die Katze. Nee, nee. Denke auch. Du, 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 du. Bullup, dullup. Bullup, dullup. Das ganze Leben ist ein Spiel und wir sind nur die Kandikatzen. Lava-Ding, Lava-Ding. Oh, okay. Lava-Dong, Lava-Ding, Lava-Wubbel, Diebel-Schning, Stabbel-Dub, Schnabbel-Di-Dai. Ich hau dir da gleich so brei. Hup, schnupp, 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 nein, jum, 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 nein. Oh, der darf einfach nicht auf Ladebildschirmen hocken, ehrlich. Verstehst du, was ich meine? Dankeschön. Nein. Bitteschön. Immer gerne. Oh, kann man nur so nervig sein. Ups. Bin wieder die Dass du ein bisschen nervig bist, ne? Hat dir das eigentlich schon mal jemand gesagt? Niemals. Der dich nicht liebt? Jemand, der mich nicht liebt? Warum soll ich auf die Meinung von Leuten hören, die mich nicht interessieren? Ah.
Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du nervig bist von denen, die dich lieben? Natürlich, jeder. Gut. Sind die auch ehrlich zu mir? Du nervst. Ja. Aber ich liebe dich nicht, trotzdem nervst du. Scheiße, was, ne? Weißt du, wo deine Meinung ungefähr steht? Ich bin wenigstens ehrlich zu dir. Ja, guter Kompromiss hier, eigentlich schon, ne? Ja. Das war das, was dir wichtig war. Ehrlichkeit ist mir wichtig. Gut, du nervst. Ja. Ich finde, das ist auch ganz gut, dass du mir das mitteilst. Sonst könnte ich das gar nicht auf dem notwendigen Niveau ignorieren, was du dazu sagst, weißt du? Na gut, wenn du das so willst, auf die Art und Weise. Du nervst. Ja. Wie oft muss ich das noch sagen, Miri, bis er das auch akzeptiert? 100 Mal. Okay. Ich glaube nicht, dass 100 Mal reichen werden, aber ihr könnt euer Bestes tun. Du nervst. Das war nicht 100 Mal. Ich glaube, das wäre besser, wenn das 100 Leute bei mir kommentieren würden. Das wäre vielleicht schneller. Also bitte alle unter diese Folge, du nervst, schreiben. Stimmt, ja. Bei Katze, nicht bei mir. Na doch, könnt ihr auch bei Blauli machen. Nein, dann nervt das. Super. Dann habe ich das Problem nicht, weißt du? Ja. Wo ist es denn? Other Worlds, da ist es. Geht das Portal schon? Fliegt es schon? Können wir schon weg? Ach stimmt, was sollte ich machen bei der Quest? Was sollte ich annehmen? Da war ja noch was. Du sollst die Draconic Cost nehmen. Bei was? Bei Other Worlds. Okay. Und was mache ich mit denen? Essen. Ab hier ins Essen. Ach stimmt, der Portal only works in the Overworld. Ins ME-System schmeißen, bitte. Aber Overworld-Portal ist bald aus. Schon das wieder? 560. Wer hat denn schon wieder leer gemacht? Tatsache, dass wir den Server ein bisschen laufen lassen haben. Ja, stimmt. So, Blauli. Dafür haben wir Material. Kann man nicht alles haben. Ja, Katze? The portal is a multi-block. We need a portal in the middle of four pedestals in a corner with ender eyes on the pedestals. Okay. Bedeutet die ender eyes auf die pedestals stellen. Okay. Gut, ender eyes. Ein paar mehr. Muss nicht eigentlich jemand mal was machen? Bestimmt. Könnte schon sein. Ach so, ich, ne? Ja, dann, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich komme morgen wieder, da gibt es eine neue Folge. Guckt bei Miri und Katze vorbei, wenn ihr Spaß dran habt. Und, ja, genau, das war's eigentlich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt schön feurig. Tschüss.